Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play und zwar dieses Mal schon mit dem Landwirtschaftssimulator 2019 bzw. LS19 auf der Map Estancia La Pacho. So, Wohnzimmer sieht gemütlich aus. Passt. Alles da, was man braucht. Ja, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier tun können. Ich habe mir schon einen kleinen... Oh, wir können sogar ins Schwimmbad. Huhu. Schöne kleine Ranch. Ihr kennt die Map wahrscheinlich aus dem LS17. Da gab es die ja in dem Platinum Edition, soweit ich weiß. Und ich habe hier schon ein bisschen was gemacht. Habe hier schon eine Werkstatt platziert und diverse andere Gebäude. Außerdem habe ich mir ein paar Fahrzeuge gekauft, weil das hier soll ja das Nachfolgeprojekt vom LS17 Projekt XL Farm werden. Beziehungsweise das ist dann die XL Farm 19. So, wie gesagt, die Fahrzeuge sind schon einige vorhanden, beziehungsweise von allem etwas. Hier haben wir auch schon ein paar Hühner. Ne, haben wir noch nicht. Hühner haben wir noch nicht, aber wir haben schon mal einen Hühnerstall. Dann kaufen wir mal ein paar. Irgendwo müsste es... Die haben verschiedene Reproduktionsraten. Kosten alle 50 Euro. Ich kaufe mir jetzt mal einen Hahn. Fünf weiße Hühner. Fünf schwarze Hühner. Zwei, vier, fünf. Und fünf braune Hühner. Ne, wir können eigentlich von jedem 10 kaufen, glaube ich. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bestätigen. So, da haben... Oh, joi. Warum sind die alle schwarz? Ne, die Weißen haben sich irgendwie verzogen. Ja, der Hahn im Korb. Gut, Hühner haben wir. Hier werden dann die Eier irgendwie abgeladen. Auf Paletten, soweit ich weiß. Aber das wird eine Weile dauern. So. Jetzt zeige ich mal gerade unser Startequipment. Wir haben hier den ST Max 180. Ein Stara. Mit Pflegebereifung. Und dem Bredal... wie heißt er denn? Dünge und Kalkstreuer. Außerdem hier schon ein paar Paletten. Kalk kommt noch was dazu und auch Pestizide. Dann haben wir hier eine Einzelkornsämaschine, glaube ich. Von Federstadt. Dem Boel heißt die. Damit können wir Sonnenblumen und Mais pflanzen. Dann haben wir hier von Stara eine Riesenmaschine. Die ist mega groß. Die Estrella 32, glaube ich, 15 Meter Arbeitsbreite, wenn ich es recht weiß. Gucken wir mal gerade. Hier, 14,40 Meter. Und ein Saatguttank von 8750. Das sieht schon mal gut aus. Dann haben wir hier noch einen Pflug stehen. Keine Ahnung, was das für einer ist. Gucken wir aber mal. Oh, der Hahn kräht aber laut, hey. Steht gar nicht dran. Auf jeden Fall ist es der maximale Pflug, den wir hier haben können. Und er hat eine Arbeitsbreite von 15,60 Meter. Und ich glaube, diesmal liege ich auch richtig. Nee, wieder daneben. 10,50 Meter nur. Naja, aber ist eben der größte. Damit sollte das alles ein bisschen schneller gehen. Dann haben wir hier einen Kipper von einem Acroliner. Einen Kuhn-Ladewagen. Ein John Deere 8, was haben wir denn hier gekauft? 8400R. Einen Case 3 Pro 7250. Hier noch einen ordentlichen New Holland T9.
Den brauchen wir für den Pflug. Eine Ecke, nee, ein Striegel, Mehrwerk, Bandschwarter von Kuhn, Manitou, wie heißt denn das Teil? Na, ist ja egal. Hier noch eine Düngespritze, beziehungsweise für den Pflanzenschutz. Und hier ein Rostelmesh, ausgerüstet mit einem Maishäckselwerk, Maisschneidwerk und einem normalen Schneidwerk. Dann sind wir auch gleich schon durch, glaube ich. Hier haben wir noch einen Grampi-Kipper, Alu-Kippsattel KS 950 Offroad. Der hat ein Ladevolumen von 46.000 Litern. Und dann, haben wir hier noch unseren schönen Lizard-Pickup. Und der hat einen mega geilen Sound gekriegt. Hört mal richtig rein. Kann ich den nicht fahren? Ah doch. Der Sound ist Hammer. Wir sind an einem fetten V8er. Außerdem steht da hinten natürlich unser Flugzeug noch im Hangar. So. Und da ihr in einem Livestream von mir gesagt habt, ey, mach mal mehr Realplay, werden wir das auch in diesem Let's Play tun. Ja, wir werden ziemlich viel Onboard fahren, bis aufs Pflügen wahrscheinlich, oder die Feldarbeit. Und schauen wir mal. Deshalb fahren wir jetzt auch noch mit dem Lizard mal kurz zum Shop, sonst müssten wir laufen. Und holen dann noch ein bisschen was ab. Da steht nämlich noch was für uns. So. Wie gesagt, das ist die Fortführung vom LS17er XL Farm Projekt. Wird auch soweit täglich Montag bis Freitag 16 Uhr erscheinen. Hier steht noch unser MAN-Truck. Ich muss nochmal kurz den Lizard hier parken. Müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder abholen. So, hier haben wir noch stehen einen Manitou Radlader. Gabelstapler. Brauchen wir, um eben die Paletten zu verladen. Der MAN hat hier noch 4 Kalkpacks geladen und 8 Pflanzenschutzmittel. Außerdem steht hier noch ein Wender, ein Heuwender. Und dann haben wir es aber auch schon so weit gepackt. Und jetzt fahren wir einfach mal zu unserem Häufchen. Und dann wird man auch heute noch anfangen mit Feldbearbeitung. Hoff mal, dass die Paletten hinten alle drauf bleiben. Ja, die eine hat sich schon ordentlich verschoben, aber ich denke mal, wir kommen so auf jeden Fall zum Hof. Muss man halt den Spiegel mal im Auge behalten. So, wieso habe ich mich für diese Map entschieden und habe nicht die Ravenport oder die Felsbrunnen genommen? Ist relativ einfach. Die Felsbrunnen spielen wir im Guten Morgen Livestream und auch sonstigen Livestreams hauptsächlich. Die Ravenport ist mir zwar durch das amerikanische relativ groß, aber ich finde, dass die Estancia Lapacho doch nochmal ein Ticken größer ist und ausladender. Immer hängen geblieben. Und deshalb habe ich mich auch für diese Map hier entschieden. So, sind wir auf unserem Hof angekommen. Hat ja geklappt. Nun auch die Paletten haben soweit überlebt den Transport.
auch nicht selbstverständlich. Jetzt sehen wir allerdings nichts mehr. Dass wir an der Hauswand noch hängen bleiben. Beim Rückwärtsfahren, da muss ich natürlich so, jetzt hier zumindest beim LKW fahren. Aber bei anderen Fahrzeugen können wir ja da wirklich zum Fenster hinten rausgucken. Der Manitou übrigens ist übelst schön gelungen. Ich weiß zwar nicht, wofür der Überhang hinten sein soll, aber ich finde, das macht das Fahrzeug ein bisschen schöner. So, wir wollen ja hier Real Play spielen. So. Die Pestizidtanks, die kommen in unsere Halle rein. Neben die Spritze, so war mein Gedanke. Und die Kalkpacks kommen natürlich hier noch in die Halle. Oder in den Unterstand. So, jetzt müsste man halt wissen, wie hoch wir sind. Sieht man leider nicht. Also ein paar Mal werde ich wohl doch die Ego-Perspektive verlassen. Also solche Arbeiten hier. Aber wir werden zum Beispiel die ganzen Befüllungen unserer Maschinen selbst vornehmen und nicht via Taste R. Ja, also ich möchte es schon selbst machen dann. Und nicht nur über eine Tastenbelegung. Müsst ihr auch gleich mal schauen nach den Feldern, weil wir sollten schon ernten können. Pflanzensterben ist an, glaube ich. Und auch die Fruchtzerstörung. Finde ich ja schön, dass sie hier in LS19 die gleichen mit reingenommen haben und wird kein dafür. Nein! Und dafür kein Mod brauchen. So, mit dem Lader hier können wir auch die schweren Packs hier einfach durch die Gegend fahren. Stapler haben wir ja da manches Mal ein Problem. Aber so funktioniert das. Und vor allem können wir dann immer ja zwei Packs auf einmal nehmen. Dadurch sparen wir halt richtig Zeit. Inzwischen bin ich auch fast schon Profi, würde ich sagen, wenn es um die Palettenverladung geht. Oder Stapelung. Dann geht die jetzt nicht runter. Das widerspricht unserer Aussage gerade, das geht mal gar nicht. Ritzte mal bitte. Dich hier verdünnisieren. So. Oh, da haben wir sogar einen kleinen Werkstattraum. Den habe ich noch gar nicht gesehen. So, ein bisschen kahl hier.
Oh, was wir uns nicht gekauft haben, ist eine Motorsäge. Aber vielleicht müssen wir sowieso mal gucken, inwieweit wir hier Frost machen. Und ich vermute, dass wir heute nicht mehr zu der Feldbearbeitung kommen. Aber ist auch erstmal wichtig, hier alles zu zeigen. Bevor wir hier richtig loslegen. Feldbearbeitung wird es dann morgen geben. Wir können gleich mal einmal ins Menü reingucken, was wir denn überhaupt für Felder haben. Habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Zwei Stück besitzen wir, die 1 und die 2. Seht ihr auch links unten in der Minimap. Nein, jetzt wollen die wieder nicht. Dann lassen wir es die Schwerkraft erledigen. So. So, keine Kalkpacks noch. Dann haben wir das auch erledigt. Ich habe mir jetzt übrigens natürlich noch nicht die größten Maschinen gekauft. Es muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben sein auf der XL-Farm. Aber es sind schon große. Und wir fangen hier nicht ganz klein an. Zum Beispiel auf dem Felsgrund. Wir ja schon mit kleinen Maschinchen angefangen. Felsbunk ist ja unser Multiplayer-Server mit dem Nordost Gaming. Da gibt es dann wie gewohnt morgens 6.30 Uhr bis 8 Uhr einen guten Morgen-Livestream. Aber wie gesagt, die Schwerkraft ist unser Freund. Dann können wir es eigentlich runterziehen. So, schönes kleines Lager haben wir hier. Übrigens eine LS19-Halle, die hier, die Steinhaus, ist bei der Map schon mit dabei. Könnten wir uns auch nochmal hinstellen, die Halle, aber ich fand jetzt die nicht so toll, dass ich gesagt habe. Warum davon noch ein paar? Der Tieflader gehört uns natürlich auch mit dem MAN. Damit können wir dann im Notfall auch mal den Drescher von A nach B fahren. Oder sonstige Angelegenheiten erledigen. Zum Beispiel hier Paletten. Gibt ja inzwischen auch nicht mehr, den ich auch mit drin habe. Den Ballenwagen. Den Fliegel. Aber ich finde es mit dem Tieflader hier geht es auch ganz gut. So. Dann hätte man das erledigt. Tieflader mal schnell in die Ecke stellen. Und dann geht es weiter. Dann gucken wir uns mal die Felder an, was da überhaupt drauf gewachsen ist. Hier nämlich keine Ahnung. Oh, oh, oh. Hatte ich mich noch nicht damit beschäftigt. So, gut, dann gucken wir mal ins Menü. Also, die 1 und die 2 besitzen wir. Auf der 1 ist Weizen und auf der 3 ist... Ist nicht wahr. Nee, nicht Kartoffeln. Gerste auch nicht. Ist da überhaupt was drauf? Mit 2 ist gekruppert. Ne, muss gekruppert werden. Ne, die ist gekruppert. Oder? Die 1 ist erntereif. Und zwar im zweiten Stadium. Das ist schon mal schön. Können wir gleich ein bisschen was verdienen. Soweit sind sie alle fertig. Aber ich weiß nicht, was auf die 2 drauf ist. Ich glaube, da ist nichts drauf.
Ja, so sieht's aus, wenn nichts drauf ist. Also die 2 ist noch unbepflanzt. Das ist schon mal toll. Wir haben ja einiges im Lager schon an an Getreide, an Ertrag. Was wir damit machen, bleibt uns selbst überlassen. Ui. Sojabohnen gibt's. Wir starten hier ja im einfachsten Modus. Da gibt's für Sojabohnen 2700. Ist ja mega. Wenn wir uns dran erinnern, auf der Felsbrunnen, da gibt's gerade mal 1700 oder so dafür. Selbst für Weizen kriegen wir hier 1200. Aber das unterstützt uns natürlich darin, dass wir in der XL-Farm dann schneller Geld verdienen können. Soll ja auch so sein. So, ausgegeben haben wir ungefähr 3 Millionen für unser Equipment. Das musste sein. Produktivität der Hühner liegt bei 20%. Was fehlt, ist Weizen und Gerste. Das ist neu, dass wir da auch noch die füttern müssen. Ein paar Aufträge gibt es natürlich auch. Aber dann würde ich sagen, füttern wir jetzt mal noch die Hühner schnell. Ich weiß nicht, wie viel da reingeht. Aber wir fahren einfach mal mit dem LKW ran. Da wird dann schon genug rauskommen. So, dann gucken wir mal, ob wir den Anhänger auch gut erwischen. Das Gerät kann in diesem Zustand nicht angehängt werden. In welchem Zustand? Oh! Na, so natürlich nicht. So, haben wir aus Versehen zu viel mitgenommen. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir hier den Goldhofer noch dran haben. Ja, außerdem müssen wir hier den ganz zumachen. So. Dann probieren wir es nochmal so. So, hat schon mal. Also R. Hier müssen wir natürlich. Achso, Plane weg, R. So, Weizen oder Gerste. Nehmen wir Weizen. Warum lädt denn der so wenig? Naja, das wird schon reichen für die paar Hühner. So, hier haben wir den Trigger. So, das war's jetzt schon irgendwie. Für 1000 Weizen haben wir so ein Geschütz aufgefahren. Also, das sehen wir hier nicht. Wir müssen hier ins Interface. Hühner 1550 passt rein. Reproduktionsrate 120 Stunden. Das ist ordentlich. Allerdings ist es auch mit der Produktivität. Also die ein Fünftel der Zeit wird man wirklich brauchen. Gut. Aber ich würde sagen, das war's dann heute auch schon. Für die erste Folge der neuen XL-Farm. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Falls ihr es noch nicht habt. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal morgen um 16 Uhr. Tschüssi.